Herzlich willkommen zurück hier auf der Hauptbühne beim DGNB-Jahreskongress 2024. Machen nahtlos weiter mit dem Programm. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung. All diejenigen, die jetzt am Vormittag dabei waren, haben es sicherlich mitbekommen. Hier auf dieser Hauptbühne der Chat, der neben dem Bildschirm zu sehen ist. Das ist allein zum sich gegenseitig austauschen unter Ihnen, unter den Teilnehmenden. Wir selber senden ja live hier aus unserer DGNB-Geschäftsstelle in Stuttgart mit ein bisschen zeitlichem Versatz. Sie haben dann eben die Möglichkeit, immer direkt im Anschluss nach den Keynotes mit uns gemeinsam in den Backstage-Bereich zu gehen und Ihre Fragen dort zu platzieren. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Keynote und da freue ich mich ganz herzlich zugeschaltet, live dabei, den Michael Halstenberg zu begrüßen. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich ganz arg über diesen Vortrag, auch weil, wenn man das jetzt schon ein bisschen länger bei der DGNB macht, ja immer wieder diese Fragen, diese Thesen kommen, aber ich würde ja so gerne, aber ich kann ja nicht, weil es eben entsprechende Vorschriften gibt, die mir verbieten, was zu tun. Und da war uns wichtig, auch gerade jetzt für dieses Jahr, Sie einzuladen, um einfach mal hier zum Auftakt in diesen, ich nenne es mal, kleinen Themenkomplex, wo dann auch der darauffolgende Themenraum sich ja um die Green Claims Directive nochmal im Speziellen drehen wird, um einfach aus einer rechtlichen Perspektive eine Einordnung zu kriegen. Weil ich glaube, alle treibt es um. Viele sagen, sie würden gern, manche wissen nicht genau, wie weit dürfen wir gehen. Und da freuen wir uns, dass wir mit Ihnen wie wir finden, besten Experten für dieses Thema dabei haben. Ich will jetzt gar nicht die Vita komplett aufzählen. Sie haben lange Jahre im Ministerium in NRW in verschiedenen Positionen gearbeitet, waren auch eine Zeit lang Leiter der Abteilung Bauwesen, Bauwirtschaft und Bundesbauten im Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Berlin und seit 2009 darüber hinaus auch wieder bei verschiedenen Kanzleien aktiv als Anwalt, haben in dem Zuge ja auch das vorhin schon zitierte Gutachten zur Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden in Deutschland verfasst. Willkommen im Vorschriftendschungel, rechtliche Grundlagen des nachhaltigen Bauens leitet der Titel für die nächsten 25, 28 Minuten. Michael Halstenberg, die Bühne gehört Ihnen. Ja, vielen Dank. So, ich hoffe, Sie können meine Präsentation sehen. Im Präsentationsmodus, genau, aber wenn Sie die noch starten. Jetzt. Ja, gut, also dann klappt das hoffentlich. Und das ist das Thema, Vorschriftendschungel, rechtliche Grundlagen des nachhaltigen Bauens. Und da ist es ja so, wir bewegen uns ja nicht im rechtsfreien Raum, sondern wir haben Rahmenbedingungen, die wir vorfinden. Und es gibt ja auch nicht irgendwie ein Gesetzbuch, das nachhaltige Bauen, sondern wir haben es leider mit einer ganz anderen Situation zu tun, nämlich mit dem hier. Wir haben ganz viele Regelungen zum Bauen. Und überall steht irgendwie unmittelbar oder mittelbar etwas zum nachhaltigen Bauen. Und ob das jetzt das Bauplanungsrecht ist, oder ob wir uns am Ende im Förderrecht bewegen, ob wir uns im Bauordnungsrecht bewegen oder im Bereich des GEG, des Gebäudeenergiegesetzes. Überall müssen wir uns im Prinzip die Dinge etwas zusammensuchen und sagen, wie können wir da das Thema nachhaltiges Bauen eigentlich implementieren. Und das ist am Ende des Tages nicht besonders einfach, weil man kann sich kaum bei diesen ganzen Themen à jour halten. Das zweite Problem ist, was wir momentan haben, ist diese Kostenentwicklung bei Bauwerken. Und das ist momentan auch politisch gesehen eines der Hauptprobleme. Und da sieht man aber schon, dass wesentlicher Bestandteil dieser Kostensteigerung auch Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Gebäuden ist, wenn man so will. Insbesondere das GEG hat ja auch zu Kostensteigerungen geführt. Und das macht die Sache jetzt auch nicht viel einfacher, weil jetzt eben diese beiden Themen Kostensteigerung und nachhaltiges Bauen auch noch in etwas unglücklicherweise miteinander verwoben sind. Wenn wir mal weitersehen, haben wir gleichwohl eine ganze Reihe von Diskussionspunkten momentan laufen. Man redet ja nicht nur über das Thema CO2-Einsparung, sondern man redet ja auch über das Thema Umbauordnung, Kreislaufwirtschaft, dann eben das suffiziente Bauen, Abrissverbote, Umbaukultur. Das sind alles Dinge, die aus dem Bereich des nachhaltigen Bauens kommen.
und die uns beschäftigen, die irgendwie auch alle miteinander zusammenhängen, aber kaum einer durchblickt das noch so richtig. Und zu diesem Thema nachhaltiges Bauen haben wir jetzt eben die andere Diskussion der Bezahlbarkeit. Und das macht es schwierig, mit neuen Themen, neuen Anforderungen zu kommen, weil dann immer gesagt wird, das ist jetzt schon teuer genug. Jetzt muss es mal gut sein. Und es gilt, diese beiden Themen, nachhaltiges Bauen und preiswertes Bauen, eigentlich miteinander zu verheiraten, zusammenzubringen. Und das ist auch ein bisschen das Thema der Diskussion Gebäudetyp E. Darauf gehe ich dann nachher nochmal ein bisschen ein. Aber zunächst kann ich es leider niemandem ersparen, sich mit ein paar Schaubildern auseinanderzusetzen, um zu merken, wie komplex das Ganze ist. Eines davon ist das hier. Das sind mittlerweile die ganzen Fachleute, die wir beim Bauen und Planen brauchen. Und da sieht man schon, das sind eine Menge. Und das sind deswegen so viele, weil halt die Vorschriften und auch die technischen Regelwerke komplex sind und kaum noch einer das komplett überblickt, gerade bei größeren Projekten. Und der Planer, den wir haben, also in der Regel der Architekt oder auch ein Generalplaner, ja, der ist mittlerweile weitgehend zum Koordinator mutiert, der diese ganzen Fachplanungen irgendwie zusammenbringen muss und übereinanderlegen muss, um am Ende etwas Funktionierendes abliefern zu können. Und man sieht auch hier schon zwei Ebenen. Auf der linken Seite haben wir ganz oben haben wir das Problem, wir haben öffentlich-rechtliche Anforderungsebene. Und da ist eben nicht nur irgendwie das Land oder der Bund, sondern auch die Gemeinden oder die EU stellt hier Anforderungen. Und dann gibt es noch Nebenanforderungen, könnte man sozusagen sagen, die kommen aus Finanzierungsinstituten oder Förderinstituten. Und dann habe ich das Ganze als Kommunikator unter anderem die Bauaufsicht, aber eben nicht nur. Ja, und dann habe ich noch die zivilrechtliche Anforderungsebene. Das heißt, jeder schwarze Pfeil, der ist im Prinzip ein Vertrag, der geschlossen werden muss. Und da spielt dann jedes Mal eine Rolle. Ja, wenn man mal guckt, wo kommt das eigentlich alles her, dann geht es schon los, weil die meisten denken, okay, das ist irgendwie alles in Bauordnungen geregelt und den Ländern und den technischen Baubestimmungen, die diese Bauordnung konkretisieren. Aber da sieht man schon an diesem Chart, das stimmt nicht so ganz. Wir haben eine ganze Menge an Bundesrecht im Baubereich und das sind fast alles Dinge, die auch mit dem nachhaltigen Bauen zu tun haben. Da geht es einmal um Gebäude, Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz, also die Frage, wie viele Ladestationen muss ich eigentlich bei einem Gebäude einbauen? Wir haben es mit dem Gebäudeenergiegesetz zu tun. Das ist ja jetzt mittlerweile sehr bekannt geworden durch die Änderungen, die wir dort im letzten Jahr vom Bundeswirtschaftsministerium gehabt haben. Stichwort auch Heizung. Das Telekommunikationsgesetz, da geht es um Leerrohre. Da droht uns jetzt aber auch nochmal neue Anforderungen aus der EU mit Gasfaser, die dort möglichst verlegt werden sollen. Also auch da das Gesetz, da ist die gesamte TGA verortet. Das ist vielleicht nicht allen klar, aber das sind eigentlich die Anforderungen, die aus dem Energie- und Wirtschaftsgesetz kommen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen bekannter geworden durch die Balkonkraftwerke, wo es ja den Streit gab, kann man hier 800 Watt einspeisen oder 600 Watt. Das ist alles in diesem Bereich geregelt, also gar nicht bei den Ländern und auch gar nicht in den Bauordnungen. Das betrifft aber auch das Wasser und also die TGA insgesamt. Ja, dann Trinkwasserverordnung und sonstige Vorschriften, die auch Recht, sei es ETA-Lärm oder auch die Gefahrstoffverordnung, alles Bundesrecht. Und dann eben haben wir natürlich von der EU nochmal Dinge, die ganze Ökodesign-Strategie und Klimaschutzanforderungen, die sich dann beim Ökodesign, insbesondere bei der Bauproduktenverordnung, bei der neuen widerschlagen. Das bedeutet, wir bekommen jetzt auch aus der EU-Ebene Anforderungen, die wir leisten müssen. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, noch das ganze Werkvertragsrecht, also das, was die Bauherr und Planer und Bauausführende an privatrechtlichen Anforderungen noch festlegen. Das betrifft da unter anderem auch Gebrauchstauglichkeit, Ausstattung, Komfortregeln. Man sieht, das kommt dann noch on top, weil natürlich in jedem Vertrag
ungeschrieben steht, dass Planer und Bauausführende die gesetzlichen Bestimmungen ohnehin zu beachten haben. Ja, und da hat man schon ein Gefühl dafür, das ist sehr, sehr viel, was da auf die Einzelnen zukommt. Wenn man es mal ein bisschen anders aufgliedert, könnte man sagen, um auch mal deutlich zu machen, wo das eigentlich die EU ansetzt, dann kann man hier nochmal deutlich sehen, wir haben eine Herstellungsebene und wir haben eine Verwendungsebene. Die Herstellungsebene, das ist allerdings nur die Ebene der Bauprodukte. Und da haben wir jetzt eben, oder da werden jetzt nochmal ganz viele Anforderungen im Rahmen des Green Deals kommen zum Thema, was müssen eigentlich Produkte können. Und dazu haben wir das Bauproduktenrecht, das Ökodesignrecht insgesamt, eben auch die REACH-Verordnung. Da ist auch das Thema Lieferketten verortet, auch eigentlich eine Nachhaltigkeit oder Regenwälder oder Ähnliches betrifft. Das sind alles Anforderungen, die sich an den Bauproduzenten richten, die er einhalten muss. Und der gibt dann dieses Produkt hoffentlich unter Einhaltung dieser ganzen Regeln mit einer Zweckbestimmung in den Markt. Und dort müssen sie halt dann in den Mitgliedstaaten unter Beachtung des Bauordnungsrechts und der technischen Baubestimmung und das Gebäudeenergiegesetz und andere Gesetze eben zu einem Bauwerk zusammen. Und das ist eine Sache, die ist nicht ganz einfach. Sie ist auch deswegen nicht ganz einfach, weil leider der Gesetzgeber auf allen Ebenen meint, also auf EU, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, er müsse das auch noch alles regeln, sodass wir sehr viele Doppelungen haben, sehr viele zusätzliche oder parallele Anforderungen an Bauprodukte und deren Verwendung oder an Bauwerke, die es eben nicht einfach machen zu sagen, was gilt denn alles? Das kann man bei Photovoltaik sehr gut nachvollziehen. Letztendlich ist die über das GEG verankert. Trotzdem findet man noch ganz viele Vorschriften in den Bundesländern, insgesamt 14 verschiedene, natürlich alles an unterschiedlicher Ebene. Und dann findet man teilweise auch noch wiederum Bestimmungen in irgendwelchen B-Plänen. Das alles überlagert sich und macht die Sache natürlich sehr komplex. Ja, technische Regelwerke, das ist auch immer ein schönes Thema. Und da müsste man eigentlich, was wir lange, lange Zeit nicht getan haben, mal unbedingt differenzieren zwischen den erforderlichen Sicherheitsanforderungen, also wirklich technischen Bestimmungen für die Ausführung. Also wenn ich eine technische Anlage einbaue, wie ist die technisch sicher auszuführen? Das ist eigentlich der Ursprung dieser ganzen Dinge gewesen bei diesen technischen Regeln. Aber über die Jahre und Jahrzehnte haben wir dort auch einen gewissen Sicherheitskomfort etabliert. Also da geht es plötzlich um Ausstattung, also Sicherheitsausstattung, die da plötzlich in Regelungen findet, zum Beispiel bei der DIN 18015, wie viele Steckdosen sollte ein Aufenthaltsraum haben. Das ist eigentlich frei bestimmbar, aber die Leute empfinden das mittlerweile als Vorschrift. Und dann gibt es natürlich diesen politisch gewünschten Ausstattungskomfort, soziale Errungenschaften, wie die Nutzerfreundlichkeit betreffen, die sich auch oft mit Anforderungen der Nachhaltigkeit überkreuzen, zum Beispiel Barrierefreiheit oder Behindertengerechtigkeit. Das sind also dann Ausstattungskomfort, die auch nochmal politisch festgelegt sind auf den Bauordnungen. Dann haben wir nochmal privat verursachten Ausstattungskomfort. Da geht es den Leuten halt um Ästhetik und Gebrauchstauglichkeit. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, wenn wir nachhaltig bauen wollen, was eigentlich bedeutet, weniger Komplexheit, größere Robustheit, Einfachheit, weniger Material, dann müssen wir eigentlich die gesamten Ausstattungskomfort mal auf den Prüfstand stellen und fragen, was davon brauchen wir wirklich und wo könnten wir reduzieren. Als Paradebeispiel gilt ja gerade der Stallschutz. Da haben uns die neuen Vorschriften letztendlich in der Ausführung die Konsequenz beschert, dass wir die Decken verstärken müssen. Das heißt, mehr Beton einsetzen müssen, bis zu 4 Zentimeter, also bis zu 20%, ohne dass wir einen signifikanten Komfortgewinn haben. Haben wir hier eine hohe Beeinträchtigung, weil Beton bekanntermaßen mit Zement zusammenhängt und das hängt mit großem CO2 zusammen. Das heißt, hier hat der Ausstattungskomfort dazu geführt, dass wir eine weniger nachhaltige und auch noch teurere Ausstattung haben, was nicht sein muss. Und deswegen müssen wir das alles mal auf den Prüfstand stellen, zumal wir ein neues Thema haben, nämlich Klimaresilienz, also Beherrschbarkeit der Folgen des Klimas. Das steht noch ganz am Anfang, auch politisch, weil sich momentan niemand so richtig traut, das Thema aufzurufen, weil jeder Angst hat, das könnte wieder Geld kosten. Aber beim Ahrtal hat man gesehen, dass wir auch uns über dieses Thema unterhalten müssen.
Ja, dann kommt immer genau dieses Problem, dass es ganz viele technische Regelwerke gibt, die berühmten DIN-Normen. Und da gilt der Grundsatz, eigentlich ist die DIN-Norm nur ein Vorschlag, wie man ein technisches Problem lösen könnte, und keine Vorschrift. Das ist freiwillig, man kann es so machen oder auch anders. Und rechtliche Verbindlichkeit kann dann erreicht werden, eigentlich nur indem diese DIN-Norm in rechtliche Bestimmungen einbezogen wird oder auch in Förderprogramme zum Beispiel. Oder indem die Vertragsparteien das vereinbaren. Und der Witz an der Sache ist, der hier auf der grauen Seite mal skizzierte Regelungsmechanismus bedeutet eigentlich, dass die öffentliche Hand eigentlich grundsätzlich sagt, jedenfalls im Bereich der technischen Baubestimmung, du kannst das so machen, musst es aber nicht machen. Also gibt es schon eine gewisse Freiheit auch. Aber im vertraglichen Bereich, da haben wir jetzt als eigentlich Hauptproblem, diese ganzen Zusammenhänge zwischen den Normen, technischen Baubestimmungen, gesetzlichen Regelungen und ist für die Einzelnen mittlerweile so komplex, auch für die Anwälte so komplex und schwierig, dass die Parteien vorsichtshalber immer vereinbaren im Vertrag, es gelten alle technischen Regelwerke und alle anerkannten Regeln der Technik. Und damit bestellen wir uns im Ergebnis, weil die Leute das System nicht mehr handeln können, immer so eine Art Mercedes-S-Klasse. Und das macht es teuer, das macht es auch immer nicht nachhaltig. Und die Leute wissen aber nicht genau, wie sie mit diesem System umgehen können und was sie da regeln können. Und das ist jetzt eigentlich der Kernpunkt der Diskussion des Gebäudetyps E. Wie kommen wir da zurück zu mehr Freiheit? Aber das ist eben genau der Punkt. Diese Freiheit heißt auch Verantwortung und Verantwortung heißt Haftungsrisiko. Und da sind die meisten derzeit noch nicht so richtig bereit, das zu machen. Wenn wir uns das mal ein bisschen im Detail im Werkvertragsrecht angucken, dann sieht man hier schon, das Grundproblem des Werkvertrags ist nämlich ein unvollkommener Vertrag. Das heißt, niemand kann in einem Bauvertrag oder in einem Planervertrag alle Anforderungen, die das Bauwerk erfüllen muss, abbilden. Das schaffen sie nicht. Da müssen sie ja jede Schraube beschreiben. Und deswegen gibt es so Ergänzungsregeln, wenn man so will. Die eine Ergänzungsregel ist klar Einhaltung der gesetzlichen Standards. Dann die ausdrückliche Beschaffenheitsvereinbarung. Das kann man sehr oft ableiten aus dem Verwendungszweck. Und dann eben noch dieser berühmten Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik. Und genau da fängt es dann an. Die Parteien wissen schon gar nicht mehr genau, wann ist eigentlich eine Regelung, eine anerkannte Regel der Technik. Und da gibt es eben auch verschiedene Regelungsmechanismen der Baubestimmungen, die auf dem Bauordnungsrecht beruhen und dem, was aus dem Energiewirtschaftsgesetz kommt. Und weil das eben schon allein diese Systematik vielen nicht bekannt ist, sie nicht wissen, wie sie das handeln sollen, wird am Ende eben aus Angst, muss man fast schon sagen, alles vereinbart. Ja, das ist auch nicht so ganz einfach mit den anerkannten Regeln der Technik. Letztendlich ist das aber ein System aus dem vorletzten Jahrhundert, weil der Grundsatz hieß damals, bitte keine Experimente zulasten des Bauherrn, baut so wie immer. Das war das Problem. Und wenn man nicht so wie immer baut, dann hat man ein höheres Schadensrisiko, weil man ja nicht weiß, ob die Regel, die man angewandt hat, auch sich bewähren wird. Und dieses Schadensrisiko ist dann eigentlich schon ein Mangel im werkvertraglichen Sinne. Und das macht das Problem deutlich. Wenn wir heute anders bauen wollen, wenn wir innovativer bauen wollen, dann verlassen wir eben den Bereich der anerkannten Regeln der Technik. Und dann kommt genau der Punkt, dass man das eigentlich auch nicht will. Und die Quadratur des Kreises gelingt aber nicht. Das heißt, wenn man dann die anerkannten Regeln der Technik vereinbart, dann bauen alle so wie immer und nach dem, was sie in Regelwerken vorfinden und eben nicht nach dem, was vielleicht möglich ist. Der Deutsche Baugerichtstag, wer sich dafür interessiert, da können Sie es gerne mal lesen. Wir haben uns damit befasst und gesagt, jetzt hört mal auf mit euren anerkannten Regeln der Technik, weil bei der Normungsgeschwindigkeit, die wir mittlerweile haben, gibt es eigentlich kaum noch oder viel weniger anerkannte Regeln der Technik, sondern viele der ganzen Normen müssen sich in der Praxis erst noch bewähren. Das gilt vor allen Dingen auch für die ganzen Ausführungen, die mehr oder weniger aus dem Gebäudeenergiegesetz kommen. Aber das macht es deutlich. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Wir wollen auch die Produkte, Bauteile weiter nutzen. Ja, exemplarisch hier mal die aufwendigen Schalungsteile von Stuttgart 21, also bei der DGMB um die Ecke. Wie kann man sowas weiter nutzen?
Ja, und was finden wir da? Auch eine Riesenkomplexheit. Das ist Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Eher kein Kreis, sondern eher ein Labyrinth, was ich jetzt auch nicht ausführen kann. Nur hierhinter verbirgt sich ein Konflikt, nämlich der Konflikt aus dem Umweltbereich. Eigentlich will man die Dinge weiterverwenden, wieder nutzen. Gleichzeitig hat man Angst, dass durch gebrauchte Materialien, insbesondere Boden und Wasser, in Mitleidenschaft gezogen werden können. Deswegen ein aufwendiges Kontrollsystem, viele Grenzwerte und alles, was am Ende des Tages diese Kreisläufe unterbricht. Und die neuen Regeln, die wir jetzt haben, die Ersatzbaustoffverordnung und anderes, machen eigentlich das Recycling schwerer. Das heißt, wir werden eigentlich das Gegenteil von dem bekommen, was wir uns eigentlich wünschen. Ja, haben wir zum Schluss noch das Thema Green Claims. Da kann ich vielleicht noch mal kurz überleiten. Das ist ja auch ein Riesenproblem, das Greenwashing, weil jeder behauptet ja von sich, er agiert nachhaltig, sein Produkt ist nachhaltig, umweltfreundlich und so weiter. Das gibt ja kaum noch eine Dienstleistung, ein Produkt, das sagt, von sich nicht behauptet, dass es nachhaltig ist. Und das macht es für den Verwender extrem schwer, weil er überhaupt nicht weiß, welche Parameter werden hier denn überhaupt angelegt, was sind die Verfahren dazu. Und da setzen jetzt eben neue Regeln an zum Greenwashing verhindern, sage ich mal. Und da geht es um Objektivität, Wissenschaftlichkeit, Transparenz, dass man da mehr unterscheiden kann. Da reden wir gleich nochmal vertieft drüber. Aber auch hier gibt es eben neue Regelwerke und neue Anforderungen. Und was wir eigentlich bräuchten, wenn man fragt, wie kommen wir da raus, das ist eigentlich das hier. Das ist das Haus am Horn. Das Paradebeispiel sozusagen des Bauens, des nachhaltigen Bauens, des Bauhauses, wenn man so will. Damals Form Follows Function, eine neue Bewegung, die schon angesetzt hat mit dem Werkbund, also um die Jahrhundertwende, letzte Jahrhundertwende, so 1905, 1906. Damals hatte man ähnliche Probleme wie heute. Sehr teurer Wohnungsbau, hohen Bedarf. Man brauchte eigentlich neue Ansätze. Damals hat es eine Bewegung gegeben, den Werkbund, später eben die Bauhausbewegung, die dann alles mal auf den Prüfstand gestellt hat und gesagt, was brauchen wir wirklich? Wie können wir das neu an den Markt bringen? Und das hier, dieses Haus war damals natürlich hoch umstritten, weil es überhaupt nicht so aus war wie das, was man in den 20er Jahren gewohnt war. Aber ich denke, genau das ist der Ansatzpunkt, den wir brauchen, ein neues Denken, indem wir von rückwärts denken und sagen, was können wir uns leisten, was geht? Und dann rückwärts überlegen, wie kann sowas gestaltet werden? Und da werden wir wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen. Keep it simple. Und das gilt sowohl fürs Bauen als auch für die Regulierung. Und da haben wir in beiden Bereichen noch viel zu tun. Ja, ich hoffe, Ihnen ist jetzt nicht schwindelig geworden. Ich konnte die Dinge nur anreißen, aber Sie haben mal ein bisschen Überblick gewonnen darüber, wie komplex die Systeme sind, wie sie zusammenhängen. Und dass es eben auch nicht so einfach ist, in diesem Rechtsrahmen nachhaltig zu bauen. Ja, bis dahin erstmal vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für den Überblick. Bevor wir gleich in den Backstage-Bereich gehen, wo die Teilnehmenden auch die Möglichkeit haben, selber direkt Fragen zu stellen, dieses Bild, dass wir uns in einem Labyrinth befinden, ich glaube, das haben ganz viele, wenn sie draufschauen. Eine Frage vielleicht als Übergangsfrage, fürs, wie es dann weitergeht. Jetzt haben wir eine ganze Reihe von Menschen, Architekten, Planenden, andere, die jetzt auch zuhören, die sich da jetzt die Orientierung ein Stück weit erhoffen. Vielleicht diese eine Einstiegsfrage, wie bilden sich die denn sinnvoll fort, damit sie zumindest im Ansatz die für sie relevanten Überblick behalten zu dem Thema? Oder braucht da jeder eine Rechtsberatung, wo man es 1:1 durchgeht? Ja, also mit der Fortbildung ist so eine Sache. Natürlich haben die Planer alle die Grundlagen drauf. Die kennen natürlich die Baunutzungsverordnung, die kennen ihre Bauordnung, wobei sich da natürlich auch mal viele Zweifelsfragen stellen. Aber zum Beispiel so ein Thema wie Bauproduktenrecht ist etwas, was Planer eigentlich nur in Fortbildungsveranstaltungen bekommen oder kennenlernen oft. Das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Wir sprechen ja gerade bei dieser Initiative Gebäudetyp E auch um mehr Freiheit der Planer. Und das ist aber durchaus mit gewissen Risiken verbunden. Deswegen wollen wir eigentlich auch eine gesetzliche Änderung dort erreichen. Da gibt es eine Arbeitsgruppe im Bundesjustizministerium. Da weiß man aber noch nicht, was daraus wird. Da geht es eigentlich ein bisschen darum, den Begriff der anerkannten Regeln der Technik eigentlich aus dem Gesetz zu streichen.
um die Leute eben nicht auf diese Regelwerke festzulegen. Theoretisch kann man die heute schon vertraglich ausschließen. Und am Ende des Tages bin ich der Meinung, das Projekt entscheidet sich, wenn die Parteien vernünftige Verträge miteinander machen. Und meine Rechtsberatung in dem Bereich sieht so aus, dass ich den Leuten versuche, die Probleme nahezubringen, zu sagen, es gibt ein gemeinsames Ziel, es gibt ein gemeinsames Budget, es gibt gemeinsame Nachhaltigkeitsziele. Und wichtig ist, dass die Parteien den Vertrag vernünftig leben und abwickeln, immer unter dem Gesichtspunkt Problemlösung und nicht unter dem Gesichtspunkt Nachtragsmanagement, Claimmanagement, Zurückbehaltungsrechte, Vertragsstrafen und so weiter. Das ist also eine Frage der Vertragskultur und wie man das lebt. Und da müssen sich eigentlich die Partner finden und da muss aber auch der Bauherr davon überzeugt werden, dass er ein gewisses Vertrauen auch in den Planer hat. Und da geht es aber dann zum Beispiel mit der HVI-Reform los. Ich finde das nicht gut, was da läuft. Warum? Weil ich glaube, man müsste den Planern, wenn sie neue Ideen haben wollen und neue Ideen entwickeln sollen, das auch entsprechend vergüten und ihnen also mehr Geld für eine Planungsphase 2 oder 3 geben. Weil dann können sie dem Bauherrn auch wirklich mal Alternativen aufzeigen und mit ihm auch vielleicht sehr kooperativ zusammenarbeiten in diesen Phasen. Heute sagt der Planer, warum soll ich das machen? Ich kriege dafür kein Geld, ich habe ein höheres Haftungsrisiko. Und der Bauherr sagt am Ende, okay, wir machen so, aber wenn es daneben geht, haftest du. Und dann sagt er, das mache ich nicht, da baue ich so wie immer. Und damit haben wir dann eben keinen Fortschritt. Und da geht es auch ein Stück weit letztendlich um Baukultur, wie die Einzelnen halt in so einem Projekt zusammenarbeiten oder nicht. Das klappt ja auch, Paradebeispiel Bad Aibling, nur deswegen, da ist man ja von vielem abgewichen, weil eben der Bauherr und der Planer sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir haben die gleichen Ziele, also wir gehen die Risiken gemeinsam ein, wir gehen den Weg zusammen und am Ende des Tages gucken wir mal, was draus wird. Und in solchen Projekten ist es möglich, in vielen anderen leider nicht.